Und Iljas buntes Tele-Album. Bitte sehr. Talkshow, Talkshow, ja, da ist was gelungen. Ich bin auch für die Talkshow, aber Dietmar, schön hier wär sie gesungen. Doch sollten mal deine Gäste nicht kommen, na, dann mach keinen Krach. Nee, lad mich ein, ich mach's dir nach. Zum Beispiel Inge Meisel, also gut, dann wollen wir mal Mutter. Nun nimm doch nicht immer das Kompott weg, es war doch für Karel. Und wäre vielleicht doch mal Karel nicht leicht zur Hand. Keine Angst, doch den kann ich am laufenden Band. Lecker, 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 das begeistert alle Leute. Also sie führen jetzt ihren Finger auf eine Telefonbuchseite. Und worauf sie zeigen gehört an ihn, ist das nicht nett? Aber vorsichtshalber entfernt wir die Seiten bis auf Y und Z. So, jetzt geht es los, ne, wunderbar, ist das ein Glück. Sie haben ja ihren Finger auf eine Zahnbürstenfabrik. Was, ob die Fabrik nun ihnen gehört? Nein, ist doch klar. Aber sie bekommen jetzt jeden Tag eine Zahnbürste und das ein ganzes Jahr. Und hier der nächste Star, sicher wissen Sie es schon. Der Herr war stark beteiligt am Grand Prix Eurovision. Und was er auf dem Herzen hat, liegt auf der Hand. Wieso? Na, da hält er die Tantiemen fest für den Schlager Waterloo. Der Europa-Gedanke müsste sich doch eigentlich lohnen, so dacht Napoleon und bekam direkt eine Eurovision. Doch dieser schöne Gedanke blieb leider nur diese. Das sprach er Grand Prix. Na, und das ist ja wohl ein großer Käse. Und worauf wir hinaus wollen, na, Sie merken's schon. Es ist ja heute noch ein Grand Prix mit der Eurovision. Und überhaupt, das Schicksal war ja mit dem Mann sehr roh. Denn dann verlor auch noch die Schlacht bei Watergate and Waterloo. Waterloo, wie lernten wir in der Schule in der Stadt? Nicht, dass der Wellington ranging wie Blich und gewonnen hat. Aber nun müssen wir über die Chose wohl noch mal reden. Denn Waterloo fand in England statt und gewonnen haben die Schweden. Erleben Sie echte Fernsehstudio-Atmosphäre. Der Regisseur dreht durch. Na, nun ist ja alles klar. Endlich sind Sie da. Auf Sie wartet die ganze Produktion. Achtung, Schutzmann hielt uns auf Sie. Der sprach in einem ziemlich barschen Ton. Wie konnten Sie 150 fahren? 50 ist die Grenze schon. Das sagte ich. Herr Wachtmeister, wir dachten 50 pro Person. Na, wollen wir nicht mehr lange diskutieren. Wir probieren jetzt Ihren Auftritt, bitte sehr. Dazu möchte ich einmal Ihre Kostüme sehen. Aber gerne, Herr Regisseur, die haben wir hier im Kuvert. Was, und das da wollen Sie anziehen? Na, Sie glauben doch nicht, dass ich das so inszeniere. Sie können doch damit nicht Ihren Song singen. Liebling, ich verberg etwas vor dir. Auch nicht auf dem Wege nach Aschaffenburg? Na, die Frage ist kolossal. Was Sie auf dem Weg nach Aschaffenburg anziehen, ist mir doch völlig egal. Also, meine Damen, du, fangen wir aber an mit unserer Probe. Das heißt, nein, Sie sind doch eigentlich ein Quartett. Wo ist denn Ihr viertes Schwesterlein? Die ist längst verheiratet. Und hat eine schöne Neubauwohnung. Wenn ich an die Einweihung denke. Ich gratuliere zu den entzückenden Kinderzimmern. Da waren das die Einbauschränke. Ihr Mann heißt Adelbert, Adelbert. Richtig stolz kann so oft den sein. Ist ein hochbegabter Schnellläufer und war neulich Zeuge beim Einbruch in sein Sportverein. Na, wenn das so ein toller Läufer ist, ist er dem Dieb doch wohl nachgesohlt. Da kennen sie unseren Sportsmann nicht, er hat ihn sogar überholt. Und die Führung behalten, aber dann bekam er Schreck. Er drehte sich um, da war der Dieb weg. Tja, Eduard Zimmermann sagt ja immer, Achtung vor Dieben. Na, das ist ja toll, dass man jetzt vor den Burschen auch noch Achtung haben soll. In meinem Tele-Album plaudert jetzt Julio Iglesias aus seinem Privatleben.
Komm wieder, Madonna, komm wieder. Muss ich auch mit dir viel erleben? Neulich war ich mit dir in der Oper. Othello haben sie gegeben. Und der Herr sang ein Lied. Wunderschön, da gibt's gar keine Debatte. Aber plötzlich stand Madonna auf und rief: Julio, komm nach Haus, das haben wir ja alles schon auf Platte. Da dachte ich nur, oh Madonna, mit dir hab ich schon meine Not. Na, vielleicht ist sie mehr für ein Schauspiel. Und so sahen wir Wallensteins Tod. Als man den Ermordeten im Teppich gerollt wegtrug, wurde das Publikum stumm. Nur Madonna rief in die beklemmende Stille: Du Julio Bömmelmanns, zieh'n auch morgen um. Auf ein Wort. Darf ich Sie auf meine vier Buchstaben aufmerksam machen? Hm? T-E-L-E. Tele. Hm? Meine sehr verehrten Damen und Herren, lassen Sie sich von dem Wörtchen Tele nicht verwirren, bitteschön. Es ist ja schwer, zum Beispiel niemand spricht vom Tele sitzen, aber von Tele gehen. Und wenn ein Künstler mal im Fernsehen ganz besonders natürlich war, wird sehr komisch. Dann heißt es, er ist wirklich locker und trotzdem Telestar. Und meine Damen, küssten Sie mich durch die Scheibe hier inzwischen? Danke. Tja, dann heißt Television. Und wem verdanken wir nun eigentlich die Television? Na, selbstverständlich dem Herrn Thomas Alva Edison. Also wenn der damals nicht die Elektrizität entdeckt hätte, na, ich danke, müssten wir heute fernsehen bei einer Petroleumlampe. Nina und Mike. La, 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 la. Wir sind der Stolz der deutschen Hitparade. Hi-yo, hi-yo, ho. Wir verstehen uns so gut, vielleicht ist es das gerade. Hi-yo, hi-yo, ho. Und falls wir uns doch mal zanken sollten, die Idee kommt von mir. Pflanzt Mike zur Versöhnung ein Tännchen in den Garten. Jetzt haben wir schon einen Wald vor der Tür. Wow, 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 fahrende Musikanten, das sind wir. Immer auf Achse, das sind wir. Da könnt man sich weiterbilden, aber Nina hält ja nie an. Wow, 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 erst neulich fuhren wir, da rief ich Prinzesschen. Dort dichtete Goethe in dem Dornburger Schlösschen. Wie hielt er das bloß aus? So nah an der Autobahn. Ja, das Showgeschäft gab uns die große Chance. Hejo, hejo, ho. Dabei waren wir vorher in einer ganz anderen Branche. Wir hatten ein Detektivbüro. Wow, 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 dieser Job machte uns ganz schön zu schaffen. Das wurde uns klar, als wir nachts einen Herrn am Geldschrank trafen. Nina, weißt du noch, wie aufgeregt du damals warst? Wow, 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 den Fall konnten wir nicht für uns verbuchen. Er sagte, er wollte nur die Kasse untersuchen. Und er hatte ja auch einen Ausweis, in dem stand Kassenarzt. Danke, danke schön. Danke sehr.